Eine von den 9 Personen, die wir vom sozialen Flügel überzeugen konnten, bei dieser Wahl mitzumachen, ist die Frau Glenda Belutta-Drinot. Liebe Glenda, jetzt hast du die Gelegenheit zu sagen, was hat die eigentlich dazu gebracht, was ist da geschossen, dass du gesagt hast, jetzt will ich mal antreten, jetzt tue ich mit bei dir. Was hat mich bewegt? Ich bin seit 5 Jahren in Ortsausschuss Obermaß und wir haben schon seit mehreren Jahren an Projekten bzw. an Ideen, was sind uns gefallen, ehrenamtlich gearbeitet. Und die Projekte sind zum Beispiel Naherholungszonen oder was wir miteinander mit Stefan gemacht haben, war die Planung der neuen Mittelschule Mayenze. Wo wir uns jetzt gehabt haben. Besonders bei den Forum Mayenze habe ich gemerkt, dass man eigentlich schon etwas bewirken kann, wenn man mehrere Leute an einen Strang zieht. Und das war so ein bisschen mein Start, aktiver mehr, dass ich mich mehr an der Politik, an der Gemeindepolitik interessiert habe. Und an seine Gemeinderatswahl. An seine Gemeinderatswahl. Dann bin ich gefragt worden. Ich habe lang überlegt. Das erste war der Skistand. Skistand, das Projekt Skistand. Während da mit der Pfeil schießen Sie da? Nein, es ist praktisch in der Warm. Katzenstraße. Es ist ein Areal, was von den Bogenschießern und von den Schützen überhaupt, von den Schützen genutzt wird, wo sie Schießübungen machen. Und zusammen ist links und rechts die Möglichkeit, ein Areal, wo man etwas für Jugend und Kinder bzw. für Familien verwirklichen kann. Und wir sind in dem Projekt schon seit 5 Jahren zu. Und jetzt, wie es ausschaut, kann das ins Rollen kommen, effektiv. Und da wissest du, was du denn hast? Ja, ich denke da, was mein Traum war, das Skaterpark zu verwirklichen. Da stört es niemand, ist weiter raus. Nein, da stört es niemand, die Busverbindung ist ideal. Es war der Stadtviertel übergreifend, weil da kannten sie nicht, die Untermaßer, die Obermaßer, die Laberser. Die hätten alle perfekt zurückkommen, eben die Busverbindung war ideal. Und es ist auch Gastbetrieb. Praktisch eine Freizeitzone. Eine Freizeitzone, ja. Und da kann man natürlich auch offene Feuerstellen machen, was überhaupt nicht. Und was logisch mein persönlicher Traum war der Beachvolleyballplatz. Aber als kann man ihn nicht auf einer Fläche bringen. Und wir hatten ja schon andere Flächen, wo man andere Sachen auch verwirklichen kann. So, mal so schnell Wasser war das. Fritz. Ostel, hätte ich auch so er war jetzt nicht für geworden. Beachvolleyball, aber also, er war mit so wie wir draußen gibt es auch so Dinge. Ne? Das ist ja nein, aber man braucht ja nicht einmal viel Geld. Und mir ist schon ein Kiosk, oder irgendwas bewacht wird. Jemand, was auch ein bisschen schaut, dass es ein bisschen sauber wird und bleibt. Und das darf die Zone sehr, sehr aufwerten. Oh, es waren ja viele Leute, die das interessieren und gefallen. Das und war da wieder. Leute, das war ja toll. Weil ich denke, wir haben nicht alle Familien haben geachtet. Oder irgendeine Fläche, wo die Kinder einen Spielplatz davor sind. Viele Familien, die in einer Wohnung leben, mit einem Balkon. Und wir müssen. Da kann man so praktisch die Gländer, wenn die Gländer reinkommt, Schierstand und Passerfritz, das ist schon eine für die ersten Sachen, die wir noch haben. Ja. Das war eine tolle Das war es, ja. Und das Bühler ist für uns Obermaß, ganz, nein, nicht nur Obermaß, für alle ein großes Thema. Ich glaube, er braucht es unbedingt. Und auch für die. Er ist auch so ein junger Projekt. Aber irgendwann muss es angehen und irgendwann muss man mal anfangen. Nein, weil wir brauchen es auch für die Seniorenwohnungen. Ich arbeite im Behindertenbereich und bei uns. Das Wasser Angelikus Platz da soll in Lütten. Es braucht Räumlichkeiten. Kurzum, eine Aufgabe, falls bei Gott hätte. Im Sozialen. Oder bist du auch so realistisch, nicht. Eins nach dem anderen? Also nicht zu viel, weil ich glaube, unser Ziel darf nicht sein, wie es in der Zeit neu gemacht wird. Es wird versprochen und getan. Und weil ich glaube, das mit dem Schierstand ist ja realisierbar. Es ist viel Vorarbeit auch von dem bisherigen. Absolut. Der Stadträtin Stromrad gemacht worden. Ja, Hinsicht, Leute, unterstützt uns. Sehr. Mhm. Auch was die Spielplätze anbelangt. Über die Legislatur raus, und da sind noch mitarbeiten. Ja, da sind jetzt auch zwei Projekte am Start, die sind nicht kostenspielig. Was Gott was sein, wo man oft noch mit wenig Geld einen Haufen realisieren kann. Nein, aber jetzt zurückzukommen auf das, was du gesagt hast, punktuell. Ich glaube nicht, dass ich das warme Wasser da finde. Aber ich glaube, dass man irgendwie mit guten Ideen dazu beitragen kann. Man muss aber die Schalthebel auch zu sein, nicht? Weil sonst ist halt bei mit den guten Reden. Und das ist immer ein Grund, in Gemeinderat nach denen gewählt zu werden.
Genau, dann hoffen wir, dass viele zulassen und viele den Gedanken aufnehmen. Ich glaube, wir, der Stefan, wir könnten noch jetzt länger reden. Okay, in diesem Sinne. Dankeschön. Aus.